Rostock gab es heute ein Highlight für die Hansa-Fans. Der Verein bleibt weiter auf Erfolgskurs. Und die Rostocker sind mit ein bisschen Glück zum 1:0 gegen Alemannia Aachen gekommen. Aber auch durch einen Mann, auf den man sich verlassen kann. Er ist der Riese von Rostock und war auch heute wieder der Matchwinner von Hansa. Ein Wort zu Ondrej Smetana. Ein Wort, effektiv. Ich glaube, bei ihm ist einfach der Knoten geplatzt durch das Tor, was er geschossen hat. Und jetzt trifft er natürlich reihenweise. Dabei begann das Spiel für Ondrej Smetana gar nicht glücklich. Nach 5 Minuten brachte ihn sein Gegenspieler im Strafraum zu Fall. Für Schiedsrichter Gräfe kein Grund zu pfeifen. Dabei hatte Ola Yengbesi Smetana am rechten Fuß getroffen. Die Partie entwickelte sich 5 Minuten später in eine bessere Richtung für Smetana und Hansa. Dieses Einsteigen von Aachens Thiele mit den Stollen voraus ahndete Schiri Gräfe zu Recht mit der roten Karte. Allerdings nicht Hansa, sondern die Gäste aus dem Westen profitierten davon. Erst musste Haas auf der Linie klären und dann setzte Holz Brust und Oberschenkel ein, um den Rückstand zu verhindern. Dann kam der große Moment von Ondrej Smetana. Ein eigentlich einfallsloser Ball segelt in den Strafraum und der 1,99 Meter Hühne steht genau richtig. Die Führung für Hansa. Allerdings unter großer Mithilfe des Aachener Keepers. Wenn der auf der Linie geblieben wäre, hätte Smetana nicht seinen 7. Saisontreffer erzielen können. So gab es ein schönes Halbzeitgeschenk für Hansa. In der 2. Hälfte verfinsterte sich die Miene von Coach Marc Fascher immer mehr. Und Ondrej Smetana machte eine schmerzhafte Erfahrung. Dieser Ball landete direkt auf dem Kehlkopf und er konnte daraufhin nicht mehr sprechen. Mit Ansehen musste er allerdings, wie glücklich seine Mannschaft den Sieg über die Zeit brachte. Dieses Kopfballtor des Ex-Rostockers Borg erkannte Schiedsrichter Gräfe nicht an. Dabei hätte es zählen müssen. Borg stand nämlich auf gleicher Höhe mit Pelzer. Und so waren nur die nackten Zahlen zufriedenstellend an diesem Tag. Das Ergebnis zählt in erster Linie, die Art und Weise. Da müssen wir ein bisschen was aufarbeiten. Aber besser so, als schön gespielt und nicht gewonnen. Welche